Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie kurz Geduld hatten. Wir hatten hier noch ein paar technische Probleme zu klären, aber die sind jetzt gelöst. Das Programm für diese dritte Session ist das Thema Denkmalpflege. Wir hatten es ja schon in den ersten beiden Sitzungen angesprochen, dass wir alle wissen, naja, Kirchen sind auch Denkmäler. Und sie haben natürlich auf diese Weise einen Denkmalwert, der für alle Menschen wichtig ist. Aber manchmal haben sie auch einen bestimmten Schutzstatus als Denkmal in einer bestimmten Rechtsform oder in einem bestimmten Land. Das ist natürlich national unterschiedlich geregelt. Das ist relevant für die Frage der Sanierungen, manchmal aber auch für den Denkmalschutz von einer bestimmten Art von Gebäuden, die dann eben den Kommunen bestimmte Möglichkeiten geben oder auch nicht geben. In dieser Session gibt es drei Beiträge. Ich werde den ersten Beitrag leisten. Ich habe für Parkum in Flandern gearbeitet. Da gab es eine Arbeit für ein Museum und wir wurden dabei beauftragt, Planungsinstrumente auszuarbeiten für die Kommunen, für die Gemeinden, wie eben mit Denkmälern umgegangen werden kann, was für Möglichkeiten es gibt, wenn man sich entscheiden muss, was mit Kirchen passieren soll, die noch für den Gottesdienst genutzt werden. Ich werde dieses Planungsinstrument vorstellen und ich werde Ihnen auch einen allgemeinen Kontext dazu geben, wo das herkommt, dieser Ansatz. Wir fangen also mit der Französischen Revolution an, so. Und dann arbeiten wir uns etwas weiter vor in die Gegenwart. Danach kommt dann Marieke Köpers. Sie war Professorin in Delft und hat sehr große Erfahrung und ist aktiv im Denkmalpflegeteam im Kulturbereich und sie wird über die kulturelle Nachhaltigkeit sprechen und die Umnutzung und sie wird sich da auch auf Beispiele aus den Niederlanden konzentrieren. Und danach kommt dann der dritte Beitrag von Notker Wielze. Er ist Professor in Wien, die TU Wien und sein Thema ist die Denkmalpflege und das Sakrale. Und die Kombination des Denkmalschutzes und des Sakralen. Johannes wird uns auch wieder durch diese Session hier führen als Co-Chair und wird praktisch Hilfestellung leisten. Johannes, möchten Sie noch etwas hinzufügen? Als Co-Chair werde ich die Chats beaufsichtigen und versuchen, daraus Fragen herauszufiltern und in die Diskussion einzubringen. Wenn Sie sind ganz frei, alle Optionen zu benutzen oder nicht zu benutzen, wenn Sie den Chat, den Sie auf der rechten Seite sehen können, wenn Sie unten auf das Icon Chat klicken, dann können Sie dort reinschreiben. Wenn Sie das davon nicht gestört sein möchten, dann können Sie es wieder deaktivieren. Wenn Sie was reinschreiben, bitte schreiben Sie kurz und präzise. Ich werde dann die Fragen entsprechend in die Diskussion einbringen im weiteren Verlauf. Dankeschön. Dann fangen wir jetzt mit dem ersten Beitrag an. Ich werde Sie jetzt durch diesen ersten Beitrag führen. Das ist der Titel meines Beitrags. Es geht hier um den Gemeindekirchenplan und die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen den Kommunen und der Kirchenleitung und unterschiedlichen Kirchen. Räten. Genau. Nächste Folie. Vor etwa 200 Jahren litt die katholische Kirche nicht nur in Frankreich, auch in Belgien sehr unter der Französischen Revolution, weil Kirchen enteignet wurden und sie dadurch eben ihren gesamten Besitz verloren. Sie konnten jetzt nicht mehr die Kirchen zum Gottesdienst benutzen und sie hatten eigentlich keine Möglichkeit, ihre Kirchen oder die Kirche als solche zu erhalten.
die Kirchen wurden anders genutzt, und zwar weltlich. 1801 gab es eine Übereinkunft zwischen Napoleon und Papst Pius dem VII. Es lautete wie folgt, dass eben wieder Gottesdienst abgehalten werden durfte. Und der Papst hat den Verkauf des Kirchenbesitzes anerkannt, aber dafür wurden dann auch die Priester vom Staat bezahlt. Und die Gemeindekirchen wurden wieder den Kommunen übergeben und die Bischöfe konnten sie dann für den Gottesdienst nutzen. Und die Kommunen waren verantwortlich für den Erhalt dieser Kirchen. Die Bischöfe wurden angehalten, sich damit zu arrangieren. Und es gab damals den Begriff Fabrique d'Église, quasi eine Kirchenfabrik. Das wird immer noch benutzt. Das ist der Begriff für eine Art Kirchenkomitee. Heutzutage würde es ein Kirchengemeinderat sein. Und die haben sich eben dann um diese Kirchen gekümmert und waren dafür verantwortlich. Das galt also auch in Belgien. Und zwar ab der belgischen Unabhängigkeit im Jahr 1830 und wurde in verschiedenen Gesetzgebungen umgesetzt, auf Bundesebene und auch auf regionaler Ebene. Das heißt, dass die verschiedenen staatlichen Stellen, staatlichen Ebenen sich mit diesen Kirchen befassen müssen, dass sie die anerkennen müssen, dass die Religion anerkannt sind und dass sie den Gottesdienst als solchen unterstützen müssen. Ich werde mich jetzt im Weiteren auf Flandern konzentrieren. Das ist der nördliche flämischsprachige Teil. Und da gibt es fast 94% der katholischen Gemeinden in Belgien. Und es sind genau 1595 katholische Gemeinden in Flandern. Es gab 2013 eine sehr große Studie, eine Studie über die Situation der katholischen Kirchen in Flandern. Und daraus stammen diese Zahlen, die ich Ihnen hier präsentiere. 2013 gab es 1786 einzelne katholische Kirchengemeinden in Flandern. 7 Jahre später gibt es immerhin noch 1595. Das ist also 191 Gemeinden weniger. Und das ist ein Ergebnis der Verschmelzung verschiedener Gemeinden aus unterschiedlichen Gründen. Insgesamt wurden 80 Kirchen entzogen, sind nicht mehr für den Gottesdienst vorgesehen und haben jetzt eine neue Verwendung. Es gibt aber eine Organisation für den kulturellen Schutz, den Denkmalschutz in Flandern. Und 38% der Kirchen sind aber auch als Denkmäler geschützt. Oder auch teilweise 15%, also zum Beispiel die ältesten Teile eines bestimmten Gebäudes, wie meinetwegen der Chor oder der Turm. Die meisten dieser Kirchen, das heißt 90%, sind in akzeptablem oder gutem Zustand. Das liegt auch an diesen Kirchenkomitees, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, die eben sich dafür sehr eingesetzt haben. Es gibt dafür ihre eigenen Ressourcen, aber es gibt auch Zuschüsse von der flämischen Regionalregierung für Denkmal- und für nicht denkmalgeschützte Gebäude. Und auch für Sanierungsprojekte gibt es Zuschüsse. Häufig gibt es eben Möglichkeiten, aus verschiedenen Ebenen Zuschüsse zu bekommen. Aber in Flandern passiert natürlich auch das, was anderswo passiert. 2011 wurde festgestellt, dass etwa 5% der Bevölkerung noch regelmäßig sonntags in die Messe gehen. Aber auch viele römisch-katholische Priester haben abgenommen. Die meisten Kirchen waren dann auf diese Weise irgendwann zu groß für die Gemeinde und viele Kirchen wurden einfach zu wenig genutzt. Es gab natürlich auch finanzielle Überlegungen und deswegen gab es eine gewisse Analyse der Regierung, dass eben die Nutzung der Kirchen insgesamt abnimmt. Deswegen gibt es immer weniger politische Unterstützung, diese für den Erhalt der Kirchen weiter zu zahlen. Und das gilt natürlich für die Religion im Gemeinen. Und das ist eben
teilweise auch auf ein Resultat der Tatsache, dass die katholische Kirche nicht mehr so wichtig in Flandern ist. Die flämische Regierung hat also ein paar Empfehlungen erlassen, wie in Zukunft verfahren werden soll. Und daraufhin gab es einige Änderungen zu den bestehenden Regularien. Diese sind jetzt von 2011. Eine Empfehlung war die Entwicklung eines langfristigen Plans, einer langfristigen Vision für diese Kirchengemeinden. Und das resultierte in einem Kirchenplan, in einem Kirchenstrategieplan zum Thema, welche Kirchen noch als katholische Gottesdienstmöglichkeit genutzt werden sollten und welche Kirchen für einen anderen Zweck genutzt werden sollten. Das geschah eben im Bereich Denkmalschutz mit den erfolgten Änderungen und Empfehlungen. Das hier ist das Dokument, was erarbeitet wurde. Es gab verschiedene Empfehlungen und Analysen. Und das ist jetzt das, was auch in Absprache mit der Regionalregierung und kirchlichen Vertretern erfolgt ist. Dieser Plan war wiederum die Grundlage dafür, um Zuschüsse zu bekommen. Und das war ein Memo, was erlassen wurde 2019, um die Grundlagen zu erklären, was dafür nötig ist, um weiter finanziert zu werden. Einen kleinen Moment bitte. Wenn man sich so einen Kirchenplan ansieht, einen Strategieplan, müssen verschiedene Ebenen beachtet werden. Es gibt eine Lenkungsgruppe und da sind sowohl staatliche als auch kirchliche Stellen berücksichtigt worden. Und in diesem Lenkungsausschuss werden diese Aktivitäten koordiniert. Der Kirchenstrategieplan basierte hauptsächlich im Aufbau einer lokalen Kirchengemeinde. Das ist also eine Aufgabe, nicht nur eine Aufgabe für die Kirchenverantwortlichen, sondern es braucht auch einen pfarramtlichen Plan, der besagt, wie die Seelsorge dann organisiert werden kann, welche Gebäude dafür benutzt werden, mittelfristig und langfristig. Sind all diese Gebäude wirklich nötig oder gibt es eine Möglichkeit, dass diese Gebäude vielleicht auch für andere soziale Zwecke verwendet werden können? Welche Gebäude werden nicht mehr gebraucht und können daher eine Nachnutzung erfahren? Gleichzeitig muss man nicht nur über die pfarramtlichen Bedürfnisse reden, sondern diese werden auch noch analysiert. Und dann wird natürlich auch über die zivilgesellschaftliche Seite gesprochen. Also eine Bestandsaufnahme und Beschreibung der Kirchen, können diese Gebäude irgendwie angepasst werden für die Nachnutzung und in welchem Zustand sind die Gebäude, muss irgendwas instand gesetzt werden. Der Standort der Gebäude und die räumliche Umgebung sind natürlich auch wichtig. Ist es leicht zugänglich durch öffentliche Verkehrsmittel? Gibt es Parkplätze? Ist immer noch ein Friedhof drumherum etc.? Und der letzte Aspekt ist natürlich die gegenwärtige Verwendung. Wird es immer noch als Gotteshaus genutzt? Wird es auch für kulturelle oder soziale Zwecke genutzt oder wird es überhaupt nicht mehr genutzt als Gotteshaus? Weiter. Wenn man so einen Plan erstellt, muss auch viel Engagement berücksichtigt werden. Das heißt, dass regelmäßig, immer wieder während des Vorgangs, dass die Bürger auch beteiligt werden. Dazu müssen Kontaktpunkte organisiert werden. Und damit die Leute informiert werden über den Fortgang des Prozesses. Wenn beide Beschreibungen fertig sind, sowohl von der Gemeindeseite aus als auch von der Verwaltungsseite aus, dann, wenn klar ist, welche Kirchen
weiterhin als Gotteshaus benutzt werden, mittelfristig und langfristig, und welche für eine teilweise oder komplette alternative Nutzung zur Verfügung stehen. Dann geht es weiter. In dieser Plan enthält dann auch einen Aktionsplan, also eine Vereinbarung darüber, wie dieser Plan weiter umgesetzt wird und nachverfolgt wird. Und dann endet diese Rücksprache zwischen den beiden Gruppen mit der Zustimmung des Bischofs und der Gemeindeverwaltung. Dann hat der Plan auch einen offiziellen Status. Weiter. Ende 2020 wurde dieser Plan in insgesamt 240 Kirchen von 300 Gemeinden umgesetzt. In 240 Gemeinden von 300 umgesetzt. Was vielleicht interessant ist, das Argument eines Denkmalstatus, eines Denkmalschutzes. Da ist das noch nicht fertig, das ist noch nicht im Plan drin, aber wir sehen auch, dass eher pragmatischere Überlegungen wichtig sind. Nämlich zunächst der Standort. Ist die Kirche, die weiterhin bleibt, zentral genug? Ist sie leicht zugänglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Gibt es Parkplätze in der Nähe? Zweitens, die zweite Überlegung ist der Innenraum. Ist dieser Innenraum groß genug für eine größere Anzahl von Kirchgängern? Kann man den Altar gut sehen? Also gibt es keine Säulen, die im Weg stehen? Drittens ist der bauliche Zustand und die Frage, ob dieser Raum eben benutzt werden kann ohne größere Instandsetzungsmaßnahmen. Wenn man diese Argumente kombiniert, dann und bezieht auf jüngere Kirchen, dann ist das, glaube ich, gut, und die älteren Gebäude könnten dann wiederum an die Gemeinden zurückgehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich denke, dass ich jetzt das Wort übergebe an Marieke mit ihrer Präsentation. Hallo, meine Damen und Herren, können Sie mich hören? Für mich ist es etwas seltsam, da ich meinen Bildschirm noch nicht sehe. Ja, jetzt ist er da. Wie Sie bereits gehört haben von meinem ehemaligen Kollegen Albert Reinstra, gibt es viel Kontext in der niederländischen Geschichte. Und lange vor der Französischen Revolution hatten wir die Reformation, die bereits dazu geführt hat, dass es große Umnutzungsprozesse gab für religiöse Gebäude. Zum Beispiel unsere Universitäten haben ehemalige Kloster benutzt. Aber heutzutage gibt es immer noch jahrhundertealte Kirchengebäude, die immer noch als Gotteshäuser genutzt werden. Und die Herausforderung ist, dass die finanziellen Mittel zu finden für ihre Instandhaltung. Denn wir haben diese strikte Trennung zwischen Kirche und Staat. Und daher muss jede religiöse Gemeinschaft, und Sie haben bereits gehört, wie viele es davon gibt, müssen alle sich darum kümmern. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Das heißt, dass selbst sehr wertvolle Kirchen aus dem Mittelalter Mittel finden müssen oder sekundäre Nutzungen finden müssen, um zu überleben zu können. Weiter. Das bedeutet, dass im Laufe des 20. Jahrhunderts die Position der religiösen Gebäude sich stark verändert hat, sowohl in der Stadtlandschaft als auch in der Gesellschaft. Jahrhundertelang zum Beispiel war der hohe Domturm in Utrecht das höchste Gebäude in den ganzen Niederlanden. Und es war das natürliche Wahrzeichen der Stadt. Aber heute sind natürlich viele Skyscraper einfach säkuläre Gebäude, die zum Beispiel die Skyline von Manhattan bestimmen. Und die stehen natürlich auch dann für Modernität.
Und während Kathedralen und Kirchengebäude das Ergebnis von langjährigen Bauanstrengungen waren, in denen sie sich auch entwickelten, ist der Bau eines ganzen Skyscrapers innerhalb von ein paar Jahren abgeschlossen. Und der wird natürlich auch privat finanziert. Das schafft also eine Art Wettbewerb, könnte man sagen. Weiter. Daher stellt sich die Frage, ob jede Nachverwendung oder jede architektonische Verwendung erlaubt sei, wert bleiben kann. Denn der Prozess der Säkularisierung ist, der schreitet natürlich weiter voran. Und neue Zuschüsse für Denkmäler sind rar. Das heißt, wir müssen schauen, welche Tragfähigkeit diese Kirchen haben. Kirchen könnte man sagen, sind da sehr schwach geworden. Und wir waren sehr spät daran, die alten Kirchgebäude wirklich zu schützen. Es gab also kaum Optionen, um Abrisse zu verhindern, wenn ein Gebäude nicht offiziell geschützt war. So, wie Sie zum Beispiel links sehen können, wurde die Communikerk in Rotterdam abgerissen, um Platz zu schaffen für ein Seniorenheim. Und wie Sie rechts sehen können, gab es eine jahrhundertealte Kirche namens Newkirk, die gerade noch dem Abriss entronnen, indem sie teilweise zu Apartments und einem Abholgroßmarkt konvertiert wurde. Und später haben die Leute dann protestiert, weil das bedeutet, dass die Leute über die alten Gräber liefen. Und das ist natürlich nicht sehr respektvoll, wie Sie sagten. Das Problem ist für uns nicht nur der Mangel an finanziellen Mitteln, sondern auch, dass die Richtlinien für den Erhalt von alten Gebäuden die Ziele nicht wirklich mit einschließen. Und sie sagen auch nicht viel darüber, was potenziell da rein könnte in diese Kirchengebäude. Ich denke also, dass es vielleicht ein neues Konzept braucht. Zum Beispiel die kulturelle Tragfähigkeit, Tragkracht auf Niederländisch, und die kulturelle Elastizität oder Spannkraft. Vielleicht könnten diese Konzepte helfen, angemessene Nachnutzungskonzepte zu finden und architektonische Eingriffe zu verhindern. Im Erhalt von Denkmälern geht es immer um den Baustoff und die Bedeutung. Das ist die besondere Position eines religiösen, eines sakralen Raumes von Kirchengebäuden. Ja, weiter. Wie Sie hier sehen können, ist ein Fünftel der Kirchengebäude in den Niederlanden angepasst worden für Umnutzungen. Sie haben also ihre eigentliche Funktion verloren als Gotteshaus, als Kultstätte. Und das Problem ist, dass es nicht nur relativ jüngere Kirchen sind, die für andere Zwecke genutzt werden, sondern auch ältere. Ja, weiter. Und wir haben auch zwei Traditionen, die nicht immer hilfreich sind für die Achtung des alten Wertes und des sakralen Wertes auch. Denn wir haben diese Umnutzungstradition seit der Reformation, aber wir haben auch die alten Richtlinien von der holländischen Archäologie, von dem Archäologieverband, wo Sie hier sehen können, ein Beispiel, wo ein neuer Kirchenturm entworfen wurde von Michel Leclerc, nachdem der ursprüngliche zerstört worden war durch einen Brand. Und das war die Regel, die akzeptiert wurde in der Zeit zwischen den Weltkriegen. In den Niederlanden hatten wir Glück, dass wir nicht diese große Zerstörung hatten während des Krieges, aber daher war es also einfach, diese Prinzipien und Regulierungen zu akzeptieren
im Jahr 1917. Wir hatten also keinen offiziellen Denkmalgesetz sozusagen, sondern wir hatten diese Regeln. Und eine dieser Regeln war, dass das Anbauten als modern, als zeitgenössisch erkennbar sein sollten, es sei denn, es gibt genügend Quellen für eine historisch zuverlässige, historisch getreue Rekonstruierung. Es gab also diese Tendenz, bereits zeitgenössische Anbauten zu machen, um eine falsche Äquivalenz zu vermeiden. Hier sehen Sie jetzt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg sich etwas geändert hat. Es gab sehr viele Beziehungen zwischen Politik, Gesellschaft, Finanzen, Design, Regulierungen. Das waren also verschiedene Aspekte, die da wieder aktuell wurden. In Rotterdam ist das hier die Laurenskirche. Die wurde nicht vollständig zerstört, nachdem die Innenstadt Rotterdam bombardiert wurde. Und nach langer Diskussion wurde entschieden, dass es also sowohl eine Kirche sein sollte, als auch ein multifunktionaler Raum für die Innenstadt. Und zu diesem Zweck gab es also von Wim Quist verschiedene Würfel. Die Würfel sehen Sie hier vorne. Und die wurden dann für verschiedene Zwecke genutzt. Die gehörten jetzt also zu diesem Kirchengebäude dazu. In den 80ern gab es eine weitere Idee zu einer anderen Nutzung des gesamten Innenraums. Und vor kurzem wurde es nochmal geändert, um jetzt zu einem Raum für Geschichten zu werden. Es gab verschiedene Diskussionen, ob man jetzt diese vier Würfel loswerden sollte oder nicht. Denn die Idee dieser Zeit und der Geschichten dieser Würfel, das war nicht so allgemein akzeptiert. Aber jetzt ist es schon akzeptiert worden. Und für mich stellt das die Frage, dass es nicht nur darum geht, nicht von dem eigentlichen Gebäude abzulenken, sondern auch, wie wir denn die Qualität der Kombination von alt und neu beeinflussen können. Und auf diese Weise habe ich also versucht, eine Art neues Vokabular zu finden, eine neue Interpretation, wie man dann diese Kombination leben könnte, das Alte und das Neue. Es war schon häufig so der Fall, dass wir romanische Kirchen hatten oder gotische Kirchen, die dann plötzlich völlig anders aussehen, als im Barock etwas dazugebaut wurde. Nach dem Weltkrieg war das natürlich noch viel mehr der Fall. Das heißt natürlich auch als Herausforderung, wie bewerten wir also eine sehr alte Kirche? Was für einen Wert schreiben wir ihr zu als kulturelles Erbe? Was sind die Folgen einer Umnutzung? Und was ist denn da jetzt die kulturelle Tragkraft des Ganzen? Wir haben das schon in verschiedenen Beispielen gesehen. Eine Umnutzung für Einkäufe als Supermarkt. Aber es gibt natürlich auch viele Beispiele für private Nutzung als Wohngebäude beispielsweise. Und diese private Nutzung und die kommerzielle Nutzung, ja, das sind also unterschiedliche Lösungen für diese Tragkraft, für die Frage der Tragkraft. Denn es bezieht sich unterschiedlich auf die Frage der Gemeinschaft. Ich werde jetzt das nicht alles im Detail aufführen, die verschiedenen Ideen, die hier stehen. Ich denke, es ist einfach sehr wichtig zu sehen, dass wir formulieren können, was eine Kirche zu einem besonderen Ort macht. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, dass es das Haus Gottes ist und aus dem Grund ist das Gebäude heilig. Andere Leute sagen, es ist ein Gebäude für Gemeinschaft. Und es gibt natürlich auch da Spannungen zwischen Patina und dem Überkommenen oder wenn man vielleicht das Zeitgenössische eines Gebäudes betonen möchte.
Und es ist natürlich auch ein Ort der Besinnung oder aber ein Platz, wo es einfach vielleicht gemütlich ist. Wenn es draußen kalt ist, dann kann man sich vielleicht irgendwo drin sich gemütlich werden. Dann braucht man eine gewisse Heizungsanlage beispielsweise. Oder man kann das Ganze natürlich auch kommerzialisieren. Das ist eh wieder eine andere Entscheidung. Ich habe also hier versucht zusammenzutragen, welche Kräfte dabei sich gegenseitig beeinflussen oder vielleicht auch im Widerspruch stehen zueinander. Es geht hier immer noch um die Kraft, die Tragkraft und die Kapazität für Kontinuität und Wandel. Es ist immer ein sehr schwieriger Balanceprozess, da die Balance zu finden zwischen der Bedeutung des Ortes und den fassbaren Werten, den ideellen materiellen Werten, dem Entwurf, dem Design etwas Neues für die neue Verwendung. Es muss auch nicht immer besonders groß sein oder besonders expressiv. Aber häufig ist das der Fall in den Niederlanden. Dasselbe gilt auch für diese Idee der Spannkraft. Wir haben ja schon gesehen, dass gerade Kirchen aus dem 19. Jahrhundert jetzt häufig für Sport genutzt werden. Heute Morgen habe ich von der Kirche in Maastricht gehört. Sie sehen hier die Kirche in der Mitte. Das ist mehr oder weniger privatisiert, das Gebäude. Und ist deswegen also nicht mehr für die Allgemeine zugänglich. Aber man kann sich das manchmal noch ansehen. Und Sie können auch sehen, dass diese Idee, etwas Zeitgenössisches zu sehen, die neue Architektur mit einzubringen, dass sich das hier niederschlägt in einem gewissen Wettbewerb zwischen dem, was schon da ist, dem Alten und dem Neuen. Und das ist für mich auch wiederum eine Herausforderung, wenn man sowohl Kunden hat als auch Architekten und sie sich vielleicht auf dieses Alte, auf die Tradition besinnen können. Und deswegen denke ich, dass die Idee der Anständigkeit auch sehr richtig und wichtig ist, wenn man langfristig eine Lösung sucht für die Zukunft. Letztlich kommen wir hier zu der Frage der Kompatibilität verschiedener Aspekte. Es war vor allem mehr für das Physische relevant, für das Materielle. Aber ich denke, es gilt genauso sehr für die kulturelle Frage. Sie können hier also sehen, dass Kompatibilität, bitte noch einmal die letzte Folie. Ist das die richtige Folie hier? Es gab hier ein paar technische Probleme mit den Folien, mit der Präsentation. Ist diese Zeitleiste das, was Sie sehen möchten? Nein, bitte gehen Sie noch einmal zwei zurück. Noch einer? Genau, hier sind wir wieder. Also hier auf dieser Folie sehen Sie die Art der Kompatibilität. Und das ist mehr als nur dieser Slogan der Moderne. Form follows function. Form und Funktion sind relevant. Es geht mehr darum, wie das integriert werden kann in einen Ort, der früher den Gottesdienst gedient hat. Und ich denke, das bezieht sich hier sowohl auf das Immaterielle, auf das Ideelle, als auch auf die greifbaren Werte. Und ich habe mich bemüht, hier nur etwas zusammenzufassen. Ich denke, Licht ist beispielsweise ein wichtiger Faktor, wie viel Licht da reinscheint. Aber es gibt natürlich auch noch viel mehr. Nächste Folie, bitte. Ich habe hier vier Beispiele mitgebracht. Das ist die Nieuwe Kerk in Amsterdam. Das war eine der allerersten Kirchengebäude in den Innenstädten, die auch säkular genutzt wurden. Aber sie wird auch
immer noch als Kirche genutzt. Unser Kronprinz hat beispielsweise daran geheiratet in einer religiösen Zeremonie. Und unsere Königin, beziehungsweise jetzt unser König, die wurden dort auch gekrönt. Es gibt momentan dort auch viele verschiedene Ausstellungen und da gab es einige technische Interventionen, wie zum Beispiel eine Fußbodenheizung, die installiert wurde, um das Ganze überhaupt zu ermöglichen. Aber die Orgel ist noch drin. Man kann dort noch Proben abhalten. Insofern hat die Kirche immer noch ihre Funktion als Gottesdienstort behalten, aber eben auch für die Kultur. Das nächste Beispiel ist Fähre, die Grote Kerk. Das ist ein Spezialfall. Aufgrund der Französischen Revolution hatte es also schon Ende des 18. Jahrhunderts eine neue Funktion und dann wurde die Kirche wiederum religiös genutzt. Im 21. Jahrhundert gab es verschiedene Interventionen und das liegt auch daran, dass Fähre ein relativ kleiner Ort ist und es ist ein wichtiges Gebäude in diesem kleinen Ort. Aber es gibt jetzt eben keine größere Gemeinde mehr, die dazu beitragen kann, zu dem Erhalt und dem Leben dieser Kirche. Da hat sich also das Podium Seeland dort etabliert, Design von Marx und Stekete. Und sie haben wirklich versucht, respektvoll mit dem Gebäude umzugehen, etwas Neues zu gestalten. Und vor kurzem haben sie jetzt einen neuen Eigentümer gefunden. Und auf diese Weise sind sie zu dem Thema Erfahrung gekommen. Sie nutzen diese Kirche jetzt für verschiedene Projektionen und Projekte. In Utrecht ist das hier die Domkerk. Das ist eine interessante Mischung, die sie haben. Sie haben das Innere der Kirche etwas umgestaltet. Sie wissen vielleicht, dass dieser ganze Teil hier von einem Sturm zerstört wurde, und zwar schon vor sehr langer Zeit. Deswegen ist nur noch das Querschiff, was als Kirche genutzt wird. Aber um etwas mehr Einnahmen zu erzielen, haben sie da ein Café eingebaut und sehr moderne Materialien und Formen verwendet, die in einem gewissen Kontrast zu dem Alten stehen. Aus meiner persönlichen Sicht ist das von einer eher geringen Qualität, dieses Design. Und nun ja, es gibt da einige Probleme mit der Idee dieser Kompatibilität zwischen Alt und Neu. Das ist meine Meinung dazu. Aber sie haben auch neue Künstler eingeladen, um neue Türen zu gestalten. Und der hat sich eher an die Kontinuität gehalten. Wenn man also eine gewisse Kontinuität verfolgt, dann kann man immer wieder neue Schichten bilden und auf der Qualität, die es schon gibt, aufbauen. Vielleicht weiß Albert etwas mehr darüber. Es gibt ja auch immer noch wieder den Wunsch, das frühere, den alten Teil des Kirchenschiffes wieder aufzubauen, der damals zerstört wurde. Und ich denke, das steht etwas im Widerspruch zu der Idee dessen, was seitdem geschehen ist an diesem Ort. Ich denke, es gibt hier also einen großen Bedarf, sich zu überlegen, was das Gesamtkonzept für diese Kirche werden könnte, wie diese verschiedenen Elemente integriert werden können. Das nächste Beispiel ist in Arnhem, die Eusebiuskirche. Das ist auch wiederum etwas speziell der Fall. Diese Kirche wurde auch im Krieg relativ weitgehend zerstört. Und hier wurde dann entschieden, den Turm wieder neu aufzubauen, aber auch neue Wasserspeier zu haben, die teilweise durch Disney inspiriert waren. Und das war dann wiederum sehr zeitgenössisch.
Und natürlich war es dann so, dass sie nicht so besonders religiös waren. Aber jetzt ist die Kirche mehr oder weniger überflüssig geworden und sie haben begonnen, einen neuen Panoramalift einzubauen. Den sehen Sie hier unten. Das heißt, dass Touristen jetzt sehr einfach sich in diesen Lift begeben können und dann da oben diese neuen Wasserspeier ansehen können. Und das ist also ein sehr interessanter Kontrast in der holländischen Moderne. Vor kurzem haben sie sogar Glasbalkone eingebaut, damit man da noch dichter ran kann und diese Disney-Figuren, wie sie dann werden, noch dichter ansehen kann. Und das finde ich dann doch etwas zu viel. Ich fühle selbst, ich bin in einer sehr etwas leichteren spirituellen Tradition erzogen worden. Und das ist eine Art von Entwicklung, die wirklich relativ grenzwertig ist, was die kulturelle Spannkraft einer Kirche noch aushalten kann. Ich muss ja mal kurz unterbrechen. Ich bin der Zeitnehmer hier. Wie lange brauchen Sie noch bis zum Ende der Präsentation? Ja, ich bin hier auf der letzten Folie. Ich bin gleich fertig. Kein Problem. Ja, das wollte ich nur kurz noch mitteilen, dass man wirklich eben auch die Architekten und Designer mit darüber aufklärt, welche spirituelle Bedeutung das Ganze hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Marieke, für diese sehr interessante Präsentation. Jetzt hören wir Notker Wiesel und seine Präsentation. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, vom deutschen Komiker Karl Valentin stammt der Ausspruch: Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen. Ich sehe mich etwas in diesem Licht. Nehmen Sie deshalb meinen Beitrag vielleicht eher als Essay oder ergänzendes Statement zu vielen Dingen, von denen heute bereits die Rede war. Partizipation, Gemeinschaft, Begegnung, Nachhaltigkeit, alles ganz wichtige Stichworte. Mir geht es also heute nicht darum, mit Ihnen weitere Best-Practice-Beispiele zu diskutieren, von denen wir schon viele gesehen haben und sicher noch weitere zu sehen bekommen, sondern es geht mir etwas um eine grundsätzliche Frage. Die Chronik wird weitergeschrieben. Die Chronik des angekündigten Kirchensterbens, auf das uns in den vergangenen Jahrzehnten zu viele Anzeichen aufmerksam gemacht haben, als dass wir uns heute überrascht zeigen könnten. Ein allgemeiner Säkularisierungsprozess der Gesellschaft, kirchliche, demografische und durchaus daraus hervorgehende wirtschaftliche Gründe stellen heute eine ganze Reihe von Akteuren vor Probleme, die ebenso die Kirche selbst als Institution und Gemeinde mit ihren Nutzerinnen und Nutzern, aber auch ihre Kirchenbauten selbst betreffen, wenn diese aus ihrem angestammten Dienst entlassen werden. Involviert ist meistens auch die Denkmalpflege, handelt es sich doch bei den Kirchengebäuden oft um Bauten, die unter Denkmalschutz stehen. In Österreich sind alle Gebäude, die sich im öffentlichen Eigentum befinden, also des Bundes, der einzelnen Bundesländer und der Gemeinden, aber auch der Kirche, Kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz. In den meisten Ländern Europas stehen denkmalgeschützte Kirchen grundsätzlich nicht nur in der Obhut der kirchlichen Eigentümer, sondern auch der staatlichen Denkmalpflege. Soweit, so gut. Beide Institutionen, die Kirche und die Denkmalpflege, ringen sich bei Restaurierungen und baulichen Maßnahmen manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Reibungen
zu Lösungen durch, die ebenso dem Kirchendienst entsprechen wie denkmalverträglich sind. Dabei spannt sich eine Bandbreite auf, die jenseits aller Willkür in ganz unterschiedlichen Ausformungen legitimen und begründeten Ansprüchen beider Beteiligten genügen kann. So schätze ich aus meiner Wahrnehmung und Erfahrung die Lage ein, wenn es sich um Kirchen handelt. Aber wie ist nun vorzugehen, wenn eine Kirche keine Kirche mehr ist, zwar immer noch ein Kirchengebäude dasteht, das aber über eine Profanierung oder Entwidmung ihre genuine Bestimmung verloren hat? Welche Parameter wären zu beachten, wenn solche Gebäude einer neuen Nutzung zugeführt werden? Was bleibt an Sakralem übrig, dieser besonderen Eigenschaft von Kirchen? Soll die für das profanierte Denkmal zuständige staatliche Denkmalbehörde solche Eigenschaften überhaupt zur Kenntnis nehmen und berücksichtigen, oder genügt es, die architektonischen und künstlerischen Qualitäten einer ehemaligen Kirche angemessen zu würdigen? Ich höre die Frage der Studierenden, die bei Übungen zur kirchlichen Denkmalpflege oder spezifisch zu Umnutzungen von profanierten Kirchen immer wieder auftaucht. Darf man das? Darf man eine ehemalige Kirche derart umnutzen und umbauen, dass vom einst Sakralen wenig oder gar nichts mehr übrig bleibt? Diese berechtigte Frage angehender Architektinnen und Architekten, die sich im Fach Denkmalpflege weiterbilden, ist natürlich nicht mit einem einfachen Ja oder Nein zu beantworten. Die Frage deutet vielmehr an, wie schwierig es vorweg schon ist, Antworten zu finden, was denn das Sakrale überhaupt ist und wie es sich ausdrückt, in einem Kirchengebäude wirkt und dort anschaulich wird. Dann sind Ausflüge in die Architekturgeschichte, die Religionswissenschaft, die Philosophie, die Soziologie und nicht zuletzt in die Psychologie notwendig, wobei letztere vier leider nicht zu den Kernanliegen eines Lehrplans der Architektur gehören. Über das Erhabene, das Mächtige und das Geheimnis, die Kirchenbauten in sich tragen, wurde aus dem Blickwinkel unterschiedlicher Fachbereiche schon viel geschrieben und verhandelt. Und ich will mich hier auch nicht in Disziplinen verirren, von denen ich nichts oder zu wenig verstehe. Ich meine aber, dass bevor es zu einer Umnutzung kommt, je nach Epoche, je nach Tradition und Konvention der jeweiligen Entstehungszeit von Kirchen, je nachdem, was sie von der übrigen Architektur unterscheidet und auf welche Weise sie ihre sakrale Bestimmung vordergründig oder unterschwellig wirken lassen, die Frage nach dem Sakralen mit in eine auch beschreibende Bestandsanalyse und Bestandsaufnahme gehört. Daraus gewonnene Erkenntnisse mögen in den Umgang mit Kirchenbauten nach einer Profanierung einfließen. Es ist bekannt, dass das Sakrale in der Architektur schon lange vom religiösen Umfeld auf die explizit profane Architektur übertragen wurde. Kathedralen der Kunst, Kathedralen des Sports oder etwa Tempel der Macht und des Geldes sind Etiketten, mit denen äußerlich für Museen, Konzerthallen oder Sportstadien auf die Wirkungsmacht sakraler Kräfte hingewiesen wird. Es gibt ja auch Fußballgötter. Diese mehr in den Bereich der Emotionen schürenden Public Relations gehörende Vergesellschaftung des Sakralen interessiert uns hier weniger. Hingegen wird das Sakrale, so schwierig es ist, diese Eigenschaft oder Qualität dingfest zu machen, in der Architekturgeschichte und Kritik sehr wohl immer wieder für die profane Architektur bemüht. Iva Birnitz hat in seiner sehr lesenswerten Dissertation mit dem Titel »Nahe Ferne« versucht, jenseits des plakativen Ansatzes
zeitgenössischer Architektur mit Pathos und theatralischen Gesten zu wirken. Anhand des Werks der ernstzunehmenden Architekten Tadao Ando, Louis Kahn und Peter Zumthor auszuloten, inwieweit und auf welche Weise deren profane Bauten Sakrales mitführen und dem aufmerksamen, sich nach metaphysischer Erfahrung sehnenden Menschen auch Transzendentales anbieten. Das Sakrale im Profanen wird anhand konkreter Beispiele glaubwürdig analysiert. Entschuldigung. Insofern ergibt sich in derartigen zeitgenössischen Bauten profaner Bestimmung, wie etwa eben Bibliotheken oder Bädern, durchaus eine profan-sakrale Gemengelage, die wir noch, wie wir noch sehen werden, mit umgekehrtem Vorzeichen und anderer Wurzel in Bauten mit sakraler Bestimmung gewissermaßen ein Ebenbild findet. Aber bleiben wir für den Moment noch beim Kirchenbau und werfen wir einen Blick ins 20. Jahrhundert, in dem mehrfach aufgetretene Erneuerungsbestrebungen der Kirche einen direkten Einfluss auf den Entwurf und die Realisierung von Kirchenbauten ausgeübt haben. Neue Raumvorstellungen, die etwa das Einfache in den Vordergrund rückten, entstanden schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Krieg entwickelte sich der Kirchenbau, da großer Bedarf an Gotteshäusern bestand, schlechthin zur Spielwiese für Architekten, die mit offensichtlichen Neuerungen im Umgang mit Gestalt, Raum und Materialität der Bauten die Aufbruchsstimmung beflügelten und das Experimentierfeld Kirchenbau noch ausweiteten. Zum Einfachen gesellten sich vermehrt das Plastische, das Dynamische und Expressionistische, und zunehmend stand die multifunktionale Kirche im Vordergrund, die Verschmelzung der eigentlichen Kirche mit ganzen Pfarreizentren, wo sich mitunter das Profane und das Sakrale, sich der eigentliche Gottesdienst und das mehr soziale Wirken der Kirche durchdrangen. Erinnern wir uns, dass bereits vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil und seinen weitreichenden Beschlüssen bereits Kirchen entstanden waren, welche baulich in neuartiger Weise die tätige Teilhabe der Gläubigen an liturgischen Feiern mit der zentralen Anordnung des Altars und darum herum angeordneten Sitzplätzen ermöglichten. Noch während des Konzils bauten 1960 bis 1965 Johann Georg Gstoi in Wien das Seelsorgezentrum Baumgarten und unmittelbar danach, 1966 bis 1968, Josef Lackner die dem heiligen Ignatius von Loyola geweihte Konzilsgedächtniskirche. Beide Kirchenbauten stehen über einem streng quadratischen Grundriss mit zentral angelegtem Altar und zeugen, wie es einmal Friedrich Achleitner ausgedrückt hat, von einem fast fanatisch anmutenden Rationalismus, der, wie sollte es anders sein, eine suggestive Botschaft des Irrationalen sei. Beide Kirchen und viele andere aus den 60er und 70er Jahren waren auf Dauer, sozusagen für die Ewigkeit gebaut. Und man staunt rückblickend, mit welchem Optimismus ebenso die Kirche als Bauherrin wie die Architekten zuversichtlich auf eine prosperierende Kirche blickten und nicht daran zweifelten, dass das Zweite Vatikanische Konzil einen stetigen Zuwachs an Kirchgängerinnen und Kirchgängern auslösen würde. Gleichzeitig gab es auch ganz andere Ansätze im Kirchenbau, die in weiser Voraussicht auch davon ausgingen, dass dereinst vielleicht der Tag kommen wird, da man Kirchen an einem bestimmten Ort nicht mehr brauchen würde und die Gebäude anderweitig zu verwenden wären. Besonders sprechend war diesbezüglich Walter Maria Förderer, der neben Bildungsbauten... Ich wurde gerade unterbrochen von der Übersetzung, aber ich fahre weiter. Walter Maria Förderer, der neben Bildungsbauten vor allem eine Reihe brutalistischer Kirchen entwarf, die er selbst
Gebilde von hoher Zwecklosigkeit nannte und dies in einer Skizze veranschaulichte, wie die von ihm 1968 bis 1971 gebaute Pfarrkirche von Eremans im schweizerischen Wallis problemlos in ein Touristenzentrum umfunktioniert werden könnte. In Österreich macht der Architekt Ottokar Uhl von sich reden, der ebenso im Wohn- wie im Kirchenbau in geradezu visionärer Weise das Prozesshafte und die Partizipation als wesentliche Elemente erachtete und diese Theorie in seinen Gebäuden oft in radikaler Weise durchsetzte. Seine Montagekirchen, wie er sie nannte, waren von Anfang an flexibel und wandelbar angelegt, kostengünstig und so sehr Uhl in kirchlichen Dingen beschlagen war, bewusst von herkömmlichen Vorstellungen des Kirchengebäudes befreit. In dieser Logik war es ihm ein Anliegen, seine teilweise vorfabrizierten und demontierbaren Kirchen jeder vordergründigen Sakralität bar mehr profanen Gebäuden anzunähern, die, wie er es einmal ausgedrückt hat, nur ein Gehäuse zu sein hatten, in dem sich die Gemeinde versammelt. Das Sakrale ist auf die liturgischen Handlungen beschränkt, die grundsätzlich überall stattfinden können. Das Sakrale und das Profane, die sich im Grunde ausschließen, vermischen sich in den Kirchen von Ottokar Uhl offenkundig. Erstaunlicherweise erhielt Ottokar Uhl für diese Kirche 1963 den österreichischen Staatspreis für Architektur. Dieser kurze Exkurs führt mich zurück zur Frage, in welcher Weise die Denkmalpflege mit profanierten und einer neuen Nutzung zugeführten Kirchen umzugehen hat. Dazu gibt es keine Rezepte und von Bau zu Bau wird man sich die Frage anders beantworten. Aus dem Blickwinkel der handelnden Denkmalpflege scheint der Umgang mit einer profanierten Kirche, deren Typ, Stil und Ausstattung in der erhaltenen materiellen Substanz Gestalt annimmt, verhältnismäßig einfach zu sein. Gemäß geltenden Grundsätzen der Erhaltung und Schonung der historischen Substanz, vorhandener Zeitschichten, des Alterswerts und der künstlerischen Ausstattung wird die Denkmalpflege nach möglichst reversiblen Lösungen suchen, deren Eingriffe den Bestand nicht beeinträchtigen. Stichwort Einbauten nach dem Haus-im-Haus-Prinzip. Nicht immer, aber häufig geht dabei, besonders bei kleineren Bauten, der ursprüngliche Raumeindruck verloren und damit auch ein wesentliches Element der sakralen Wirkung. Bei profanierten Kirchen der Nachkriegszeit, in denen sich genuin das Profane und Sakrale durchdringen und die erfahrungsgemäß gefährdeter sind als frühere, ist meines Erachtens besondere Vorsicht geboten. Ein Umnutzungsprojekt kann mit wenig Rücksicht alles genauso herrichten, damit die neue Nutzung, was deren Wirtschaftlichkeit, Funktion und Ausstattung anbelangt, optimal erreicht werden kann. Nüchtern betrachtet besteht nichts, was man diesem Ansatz entgegenhalten könnte. Eine neue Nutzung bietet aber auch Chancen und sollte die Bauherrschaft und mehr noch Architektinnen und Architekten animieren, aus dem Bestand heraus zu planen und zu entwerfen, das Vorhandene im Neuen anzuverwandeln und spezifische Qualitäten des Historischen zu schärfen, gerade bei Bauten aus der Nachkriegszeit. Solange die staatliche Denkmalpflege bei Umnutzungen involviert ist, obliegt ihr die Aufgabe, bei baulichen Maßnahmen auch den substanzlosen Anteil eines Gebäudes in Erinnerung an das, was es einmal war, möglichst zu verteidigen. 1905 brachte Georg de Hio in seiner berühmten Festrede zum Kaisertag in Straßburg zum Ausdruck, dass das Kunstwerk und das Denkmal stets eine geistig-körperliche Doppelnatur besitzt und meinte damit,
dass das Geistige und Materielle untrennbar und in Wechselwirkung miteinander verknüpft sind. Die Profanierung eliminiert die geistliche Dimension, vielleicht, aber es bleibt immer ihre geistige Mitteilung, die ebenso wie die Substanz integraler Bestandteil des Denkmals ist. Von Integrity war heute schon die Rede. Integrität heißt Unversehrtheit, das heißt in dem Fall materiell und geistiger Bestandteil. Es vermittelt das Denkmal, wie es in der Charta von Venedig heißt, in der Gegenwart eine geistige Botschaft der Vergangenheit. Folglich sind Materie und geistige Werte innig miteinander verknüpft. Um dies zu verstehen, braucht man nicht religiös zu sein. Aber Wissen, Erfahrung und Einfühlungsvermögen müssen über die objektivierbare Denkmalwissenschaft hinaus den wie immer gearteten geistigen Sinn eines Gebäudes mit in die Erneuerung nehmen. Auch bei Bauten der Nachkriegszeit, katholischer wie evangelischer Konfession. Dass sich dabei eine Fülle von Möglichkeiten ergeben, versteht sich. Gerade dieser Umstand macht die Umnutzung einstiger Kirchen zur spannenden Herausforderung, nicht zuletzt, weil sie trotz profaner Nutzung nicht einfach vogelfrei sind und wünschbar als erinnerndes Denkmal ihrer selbst weiter bestehen sollten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben sehr viel gehört in diese verschiedenen Präsentationen. I will change my language. Wir haben sehr viele interessante Ideen in diesen Präsentationen gehört. Und ich frage mich jetzt, was Sie gesagt haben, Not. Kann das vielleicht mit Marikes Ideen verknüpft werden? Die Ideen über die Spankraft und die Tragkraft der Gebäude. Was denken Sie über diesen sakralen Aspekt der Kirche? Ist das etwas, was definiert werden kann von dieser Idee, dieser Spannkraft und der Tragkraft? Soll ich dazu noch etwas mehr erzählen oder wie war das gedacht? Ja, wenn Sie möchten, fangen Sie gerne an, ja? Ich beschäftige mich schon sehr lange damit, mit dieser Frage, denn im Denkmalschutz geht es ja um den Erhalt. Wir möchten das bewahren, was schon da ist. Aber wir wissen natürlich auch, dass Kirchen sich verändern werden. In den Niederlanden haben wir verschiedene neue Instrumente, die Prozesse anleiten können, wie Gebäude angepasst werden können. Aber Drenstrenus hat dazu etwas gesagt. Aber ich denke, man muss natürlich auch neue Konzepte einbringen, wie beispielsweise die Idee dieser Tragkraft, und zwar nicht nur für, sagen wir, die reine Mechanik oder für die Finanzen, sondern natürlich auch für die kulturelle Note. Das kann diese Idee beinhalten, dass wir Spiritualität bewahren wollen. Es muss nicht unbedingt pure Religion sein, das Sakrale als solches. Es kann auch anders spirituell sein, denn Kirchen wurden jahrhundertelang auch schon für Konzerte benutzt, für andere Zwecke, für andere kulturelle Veranstaltungen. Ich war wirklich schockiert, als ich
herausgefunden hatte, dass selbst sehr alte Kirchen als Supermarkt genutzt werden können. Und einer der Gründe, warum man sich die Frage der kulturellen Trag- und Spannkraft angucken muss, ist, dass man sich jetzt die sehr alten Kirchen ansieht. In den Niederlanden ist das etwas anderes als in anderen Ländern. Für uns ist das eine neue Erfahrung, dass selbst die Kirchen, die eigentlich als nationale Monumente galten, dass selbst die jetzt gefährdet sind, weil einfach die Finanzierung des Erhalts sehr kompliziert sein kann. Und der andere Punkt ist, dass viele Leute gar keine Ahnung mehr haben, was eine Kirche eigentlich ausmacht und was damit an Traditionen verknüpft ist. Sie denken sich, warum können wir da jetzt nicht einfach Toiletten in der Mitte einer Kirche installieren? Da war vielleicht, wo vielleicht früher mal ein Altar stand. Und da ist nicht die Frage, wo ist da die kulturelle Tragkraft in der Diskussion? Und da kann man nur Kirche für Kirche sich das ansehen, ob es einen Bedarf für diese neue Nutzung gibt, wo es Potenziale gibt. Wir können bessere Optionen für die Zukunft gestalten. Nott, möchten Sie da vielleicht noch etwas hinzufügen? Ja, von Ihrer Perspektive. Gern nur eine Kleinigkeit. Ich bin Marieke Kuipers dankbar für den Begriff der Tragkraft. Ich finde das einen sehr schönen Begriff, der beschreibt, was in einem Gebäude drinsteckt. Jetzt Tragkraft natürlich auch im wörtlichen Sinn, aber im übertragenen Sinn. Und das verstehen auch Architekten besser. Die Tragkraft eines Gebäudes im Ausdruck, in seiner Bedeutung, in seinem Sinn, ist das, was hin und wieder nicht verstanden wird bzw. übergangen wird. Und deshalb habe ich so viel Wert darauf gelegt, auf diese immaterielle Dimension, die der Denkmalpflege manchmal etwas entgeht. Ich wäre ja ein schlechter Kommilitone, wenn ich jetzt alle meine Denkmalpfleger schlecht reden würde. Aber die Denkmalpflege ist natürlich, und das ist ihr erster Auftrag, erhalten, entsprechend so getrimmt, dass man zuerst mal auf die Substanz achtet. Und das ist auch richtig so. In dieser Substanz ist diese lebendige Tragkraft, wenn man sie versteht. Und mein Plädoyer lautet eigentlich, dass man dieser immateriellen Bedeutung oder der Bedeutung und dieser immateriellen Tragkraft, um es nochmal so zu sagen, dieselbe Bedeutung beimisst wie der eigentlichen Substanz. Und dann, wenn wir von Kirchen und Kirchenumnutzungen reden, da stellt sich diese Frage natürlich in vorderster Reihe. Und Beispiele, die wir jetzt gesehen haben, mit unterschiedlichen Kommentaren, Fitnesscenter mit Hanteln als Werbemittel oder Einkaufszentren oder Seniorentreffpunkt oder, ja, da gibt es so viele Dinge. Und ich meine, es gibt Dinge, die werden dem Sinn des ehemaligen Gebäudes nicht gerecht. Und da glaube ich, dass Ideen, die ich heute auch vernommen habe, daran zu arbeiten, eine Art Checkliste oder Leitfaden oder Grundsätze zu formulieren, dass das eine ganz, ganz wichtige Orientierung sein könnte, um sich da in diesem Dickicht zurechtzufinden. Mir ist völlig klar, dass eine öffentliche Nutzung, eine private Nutzung, der Verkauf, die Verpachtung, das sind alles immer unterschiedliche Rahmenbedingungen und man wird nicht alles über einen Leist schlagen können.
Aber ich glaube, es ist vieles möglich, auch in denkmalgeschützten Gebäuden, wenn man gewisse Grundsätze, ich würde sagen, es ist das kleine ABC der Denkmalpflege, wenn man dieses beachtet. Was ich auch interessant fand an Ihrem Beitrag, war die Idee der Zwecklosigkeit. Wir denken immer, wenn eine Kirche nicht genug verwendet wird, zu sagen, was heißt das überhaupt, dass wir einen neuen Zweck finden müssen, aber könnte eine Kirche auch einfach da sein, weil sie eben da ist? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich rede jetzt immer aus der Perspektive des Denkmalschutzes und denkmalgeschützter Bauten. Und da genügt es hin und wieder tatsächlich, dass man sagt, und da ist ein Denkmal. Aber ebenso wichtig ist, und das wissen wir alle, und es wurde vermehrt schon gesagt, auch ein Denkmal erhält sich besser, wenn es genutzt wird. Und die Frage ist, was ist die angemessene Nutzung? Und ich meine, für Kirchen eignet sich nicht jede Nutzung. Ich nehme Bezug auf diese wunderbare Datenbank, die Johannes Stückelberger für die Schweiz zusammen mit anderen erarbeitet hat und so eine Art Rangliste erstellt hat, was denn so sinnvoll ist oder weniger sinnvoll ist und wie die Umnutzungen jetzt von ziemlich vielen Kirchen in der Schweiz bereits sich so gliedern. Und da ist natürlich das Beste, die Kirche wird weiterhin für eine kirchliche Nutzung benutzt. Vielleicht ist es dann nicht ein Gottesdienst, aber eine soziale Arbeit der Kirche. Oder es gibt die Mischnutzung, von der wir auch schon viel gehört haben. Ich finde das ein durchaus patentes Rezept, dass man Mischnutzungen anstrebt. Die profane Nutzung ist natürlich möglich. Auch da haben wir viele Beispiele gesehen. Man kann, je nachdem, mit welcher Hardcore-Profan-Nutzung man daherkommt, kann man ein Kirchengebäude zerstören. Und zwar nicht nur in seiner Erscheinung, in seiner Historizität etc., sondern auch in ihrem ursprünglichen Sinn. Ich glaube, es gibt so eine Abstufung und da kann man sich zurechtfinden. Solche Dinge muss man ausformulieren und man wird sie nicht verallgemeinern können. Aber ich glaube, es täte den nicht mehr genutzten Kirchen als Orientierung gut, hätten wir so, meinetwegen auch Leitfaden oder Grundsätze, die selbstverständlich nicht allein von der Denkmalpflege und selbstverständlich nicht allein von der Kirche als Eigentümerin und nicht allein von der Kirchgemeinde, die irgendwie das für das Geld aufkommen muss, sondern das geht nur gemeinsam, das geht nur im Dialog. Und ich glaube, alle können voneinander sehr viel lernen. Und Gewinnerin ist die nicht mehr genutzte Kirche. Danke. Johannes, vielleicht können wir mal sehen, was der Chat aufliefert. Ja, ich habe den Chat in Word transferiert und wir haben 6 Seiten mit Zeilenabstand 1 an Fragen. Interessanterweise in dieser Session haben viele Paralleldiskussionen auch stattgefunden wo Leute aufeinander reagieren und nicht jetzt konkrete Fragen an euch stellen. Ich möchte dazu als allgemeine Bemerkung geben, Sie finden unten rechts beim Chat so 3 Punkte, parallel horizontal angeordnete Punkte. Wenn Sie dort draufgehen, sehen Sie, dass Sie den Chat speichern können und exportieren auf Ihrem
Desktop ablegen können. Das sage ich an alle, die jetzt nicht nachgekommen sind, das alles zu lesen und vielleicht doch an diesen Diskussionen, die hier auch parallel stattgefunden haben, noch teilnehmen möchten. Vor allem auch hat es dort in diesen Chats viele Links und die gehen natürlich verloren, wenn man sie nicht speichert. So. Ich möchte eine Thematik aufnehmen, die jetzt im Zusammenhang mit dem Vortrag von Notka Wietzel gestellt wurde oder thematisiert wurde. Es ist ja ein besonderes Ding, wenn die Denkmalpflege sich mit dem Begriff der Sakralität auseinandersetzt. Das ist nicht der Ur, also quasi der, ja, das gehörte eher in den Bereich, in den Kompetenzbereich der Theologen. Es ist ein Theologe, der die Frage stellt, ich lese sie vor, meine schlichte, zu schlichte Fragezeichen, Frage an die Denkmalpflegerinnen. Gibt es bei Ihnen einen Diskurs darüber, inwiefern die Denkmalpflege, Monument Protection, eo ipso, eine religiöse Dimension hat, insofern sie gesellschaftliche Selbstvergewisserung und Integration durch Rekurs auf unbedingt ehrwürdige Tradition betreibt? Also hat dieser Rekurs quasi seinerseits schon einen sakralen, eine religiöse Dimension? Das wäre, glaube ich, eine Frage. Ja, ich möchte die Frage an alle richten, glaube ich. Darf ich? Ja, klar. Gerade reagieren. Ich möchte daran erinnern, dass um 1900, als die Denkmalpflege, die heute noch gemäß dem, was man mehr oder weniger damals diskutiert hat, dass man damals, und da gibt es ganz berühmte Leute in unserem Fach, dass man damals von der Pietät gesprochen hat. Die Denkmalpflege hat Pietät zu üben. Und jetzt sind wir ganz nahe am Religiösen und an der Religion. Pietät wurde aber auch verstanden, heute würde man sagen, Respekt. Und das ist der gängige Jargon in der Denkmalpflege, man hat mit den Dingen respektvoll umzugehen. Der Ursprung dieses Respekts ist in der Pietät. Und da sind wir ganz nahe eigentlich an der ursprünglichen Bestimmung einer Kirche. Und in einem Diskurs, den man heute gerne ausblendet oder auch vergisst. Ich glaube, dass der Respekt oder die Pietät Teil der denkmalpflegerischen Überlegungen ist, seit mindestens 100 Jahren und eigentlich immer noch sein sollte. Und noch einmal, ich glaube, dazu muss man nicht religiös sein, aber man muss religionsgeschichtlich, architekturgeschichtlich, kulturgeschichtlich einigermaßen bewandert sein. Und wenn man das nicht ist, so muss man sich darin vertiefen. Und man wird sehr vieles entdecken, was einem bei der täglichen Arbeit in der Denkmalpflege hilft. Ja, eine Frage, die in Bezug auf den Vortrag von Jan Jaspers gestellt wurde. Wann wird eine Kirche nicht mehr gebraucht? Wie definieren Sie dieses Brauchen? Woran wird das Brauchen gemessen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine gute Frage, denn es ist schwierig, das wirklich anzugeben. Es hängt natürlich ab von der lokalen Gemeinde oder dem lokalen Pfarrer zusammen mit dem Bischof. Die müssen letztlich entscheiden, ob eine Kirche nicht mehr gebraucht wird. Deswegen habe ich diese Frage gestellt zu Zwecklosigkeit. Meine persönliche Meinung ist, dass die Verwendung einer Kirche größer ist als die Liturgie oder die Gottesdienste, die dort abgehalten werden. Also die tägliche oder monatliche Nutzung. Es ist auch eine Art, eben eine Art heiliger Ort. Und wann, dann ist die Frage, wann ist dieser heilige Ort nicht mehr?
Wann wird er nicht mehr gebraucht? Wann wird er nicht mehr besucht? Manchmal ist das Problem, dass es eine Frage der lokalen Gemeinde ist, ob sie immer noch die Fähigkeit hat, die Kirche zu öffnen und sie der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Wenn die Kirche mit einem Schlüssel verschlossen ist und nicht mehr zugänglich ist, dann ist es ein Problem. Und dann kann deswegen die lokale Gemeinde und der lokale Priester nicht entscheiden, dass diese Kirche eben nicht mehr gebraucht wird. Und dann könnte man eben entscheiden darüber, ob sie weiterhin für Gottesdienste genutzt wird oder nicht. Nur eine Diskussion noch wieder, die in dem Chat geführt wurde, in dem darauf hingewiesen wurde, dass die Multifunktionalität nichts Neues ist, dass es das schon immer gab und dass man eigentlich einfach anknüpfen kann an dem, was es schon gab. Wobei auch darauf hingewiesen wird, besonders interessant ist diese Multifunktionalität, wo sie eben sowohl das Sakrale, das Religiöse als auch andere Funktionen beinhaltet. Es ist, die Zeit nähert sich dem Ende. Willst du, Jan, noch mal das Wort erteilen an die drei, an euch drei für kurze Schlussüberlegungen? Nicht lange, weil ich muss noch einen Abspann, noch ein paar Informationen zum Schluss geben. Ich möchte einfach nur Marieke und Nott danken für ihre sehr interessanten Ideen, die, glaube ich, einen guten Input geliefert haben für die Diskussion. Aufgrund der Verbindung, die Sie geschaffen haben zwischen der Bedeutung des Gebäudes, die eben breiter ist als das, was wir sehen, und die zukünftige Verwendung und die gegenwärtige Nutzung einer Kirche. Das kann vielleicht helfen, die Diskussion weiterzuführen. Und ich möchte Ihnen sehr danken, den beiden, für Ihren Beitrag.